Hallihallo und herzlich willkommen zum Faszienstretching oder Faszienausrollen, wie man es nennen möchte. Ich nenne es halt Faszienstretching, aber wir stretchen ja nicht in dem Sinne, dass wir jetzt lange irgendwelche Dehnungen halten, um damit die Faszien zu erreichen, sondern in diesem Kurs rollen wir mal wieder alles aus mit Black Roll Ball und Black Roll Rolle. Die liegen da hinten schon bereit und zwar habe ich da die große Rolle, die kleine Rolle und den Ball. Wenn du nur die große Rolle und den Ball hast, reicht das auch völlig aus, aber das beides brauchst du auf jeden Fall. Ja, wir machen mal wieder einen ganzen Kurs auf Wunsch einiger und ich mache das heute mal ein bisschen anders als sonst. Ich lege jetzt nicht direkt eine Musik dahinter, sondern ich habe hier meine Earpods im Ohr. Und ich werde mir meine Lieblingsmusik reinmachen zum Faszienstretchen. Und da habe ich nämlich eine wunderschöne Playlist auf Spotify. Und wenn ich die jetzt natürlich hier mit reinspielen würde, dann würde mir das Video sofort gesperrt werden. Ansonsten gerne mit einer Musik deiner Wahl oder eben auch einfach mal ohne Musik. Viele finden das ja auch ganz schön. Gut, dann lasst uns starten im Stehen. Ich mache mir jetzt hier schon mal meine Musik an. Ja, ich höre schon was. Sehr schön. Gut. Wir fangen an mit dem Ball. Na, mit dem Black Roll Ball. Oder wenn du hast, mit der kleinen Rolle. Also entweder diese kleine Rolle von Black Roll oder den kleinen Ball. Ich benutze hier diesen kleinen Lacrosse Ball, weil er ein bisschen härter noch ist. Also erstmal die Rolle und wir fangen auf der rechten Seite an. Ja, Mira, alles schön. Hm? Und du rollst richtig schön den Fuß aus. Besonders die Fußaußenkante. Weil wir hier mit der Rolle, mit dieser kleinen Rolle besonders die Außenkante gut erreichen. Ich muss hier mal ein bisschen leiser stellen für mich. Ach Mira, geh auf deinen Platz. Hm? Geh mal auf deinen Platz, süße Maus. Okay? So, ich wechsle jetzt einmal zu dem kleinen Ball. Weil wir mit dem Ball... die Punkte hier an der Innenseite noch besser erreichen. Ne? Mira, mach mal Platz. Ja, so ist fein. So, besonders die Innenseite, überall da, wo es weh tut. Ausführlicher erklärt gibt es das noch in anderen Videos, besonders in dem aktuellen Glückliche Füße Teil 1 Video. Du rollst jetzt einfach überall da, wo es für dich interessant ist. Und dann setzt du einmal die Ferse auf den Boden auf und den Ballen oben auf den Ball. Und bewegst ein bisschen hin und her den Fuß. Zehen bleiben entspannt. Ich hoffe, ich fange nicht zwischendurch an zu singen. Dazu neige ich nämlich immer, wenn ich so nette Musik höre, die ich mag. Ich halte mich zurück. Und dann einmal wieder lösen. Und du, ich muss mal ein bisschen näher kommen. Du stellst dich hier mit dem Punkt, mit Niere 1, einmal richtig schön auf den Ball drauf. Das kann man übrigens auch ganz toll machen mit Kastanien. Ne, ich habe ja Barfußschuhe an, die ich draußen jetzt trage und da liegen ja jetzt immer die ganzen Kastanien rum und dann nutze ich das dann immer, um da mal drauf zu treten und um dann mal so ein bisschen kurz hier Niere 1 zu stimulieren, weil das einfach schön ist für alles.
So, und wer schon sehr, sehr fortgeschritten ist im Faszientraining, sehr fortgeschritten, der kann sich da ganz draufstellen und auch mal ruhig balancieren ein bisschen. Genau. Und dann einmal wieder lösen und nochmal den Punkt hier kurz vor der Ferse auf den Ball draufgeben und ein bisschen hin und her bewegen. Ist alles gut, Mira? Hm? Du bist im Fernsehen. Also dieses Faszien-Stretching-Video unterscheidet sich jetzt nicht wahnsinnig doll von meinen anderen. Der größte Unterschied ist tatsächlich, dass jetzt hier keine Musik hintergelegt ist, damit du etwas Eigenes dahinter tun kannst. Oder eben auch ohne Musik mitmachen kannst. Einmal lösen und dann einmal die Zehen richtig schön umknicken, hier so intensiv wie es geht. Und einmal andersrum, nochmal so ein paar Mal hin und her. Und wieder lösen. Anderer Fuß, wir fangen auch hier wieder an. Mit der Rolle, wenn du eine kleine Rolle hast. Ansonsten mach gleich mit dem Ball. Na, das geht auch. Ich finde halt diese kleine Rolle wirklich hier für die Außenkante einfach ganz toll. Und da kommt man mit dem Ball schlecht ran, ohne dass der einem wegspringt. Dann nehme ich noch einmal den Ball. Bei mir zu Hause liegt sowohl eine Rolle als auch ein Ball, als auch die kleine Rolle im Wohnzimmer unter dem Couchtisch in einer Ablage dort. Neben den Zeitschriften sozusagen, immer griffbereit. Oh. Hier wieder die ganzen Punkte suchen, die wehtun. Am Anfang muss man nicht viel suchen. Und überall da ausrollen, wo es sich interessant anfühlt. Mira, du kannst auf deinen Platz gehen. Hm? Du kannst in dein Körbchen gehen, wenn du willst. Geh ruhig in dein Körbchen. Passiert hier nichts Aufregendes. Geh in dein Körbchen, Süße. Ja. Geh noch mal schlafen. Geh ins Körbchen, ist alles gut. Einmal die Ferse aufsetzen, Ballen oben auf dem Ball lassen, Zehen entspannt lassen und ein bisschen hin und her bewegen, den Fuß vielleicht noch mal ein bisschen nach vorne lehnen. Meine Faszien-Stretching-Kurse fangen immer mit dem Ausrollen der Füße an. Immer, immer, immer. Weil die Füße so wichtig sind. Ja, deswegen gibt es ja jetzt auch die glückliche Füße-Reihe. Video 3 und 4 kommen jetzt am Wochenende. Und wieder lösen. Und noch einmal hier. Oh, dreckige Füße. Niere 1, auf den Ball drauf, so wie auf der anderen Seite auch. Ja, der Punkt da im oberen Drittel, am unteren Ende des oberen Drittels, der so schön wehtut. Hm.
Entweder nur halten mit wenig oder viel Druck oder auch noch mal gerne ein bisschen drauf balancieren. Und wieder lösen. Den Punkt kurz vor der Ferse einmal drauf geben auf den Ball, als ob du auf einem zu hohen Schuh stehst, also einem High Heel stehst. Nur die Zehen schön aufgefächert lassen, haben wir ja jetzt gelernt bei glückliche Füße, dass wir die Zehen immer schön aufgefächert lassen. Ein bisschen hier die Ferse hin und her bewegen. Und wieder lösen. Nochmal die Zehen umknicken, richtig schön intensiv umknicken. Sehr gut. Und wieder lockern. Jetzt gehen wir auf den Boden runter, brauchen auf dem Boden auf jeden Fall die große Rolle und den kleinen Ball. Gut, dann geht es weiter mit Wade ausrollen. Linke Wade fange ich an, weil mein linkes Bein mein, sagen wir mal, verspannteres Bein ist. Das ist bei den meisten Rechtshändern so. Also wenn du Rechtshänder bist, fang mit mir beim linken Bein an. Wenn du Linkshänder bist, fang gerne auch beim rechten Bein an. So, wir rollen die Wade aus. Und zwar jetzt richtig schön ausführlich. Von unten nach oben mit Druck. Wir nutzen die Zeit jetzt, die wir haben. Lass deinen Fuß entspannt. Ich sehe schon wieder, ich rolle aus dem Bild. Lass den Fuß so entspannt, wie es geht. Von unten mit Druck nach oben. Das ist wieder das, was so wichtig ist, wenn du irgendwelche Fußprobleme hast, besonders bei Achillessehnenproblemen, dieses Ausrollen der Wade. So, und jetzt machen wir aber auch noch mal ganz besonders intensiv die Außen- bzw. Innenseite. Das ist in dem Glückliche-Füße-Video nicht mit dabei. Und zwar rollen wir jetzt hier außen um die Ferse herum. Dafür setzen wir uns auf die Seite, nehmen den Ball hier unter die Außenkante, da wo der Knöchel ist, so neben den Knöchel, und suchen da mal nach interessanten Punkten. So an der Außenseite. Wenn du da interessante Stellen merkst, roll da ein bisschen drauf rum. Da außen sind interessante Akupressurpunkte. Die aktiv sind bei dir, also die gerne gedrückt werden wollen oder genadelt werden wollen würden, die spürst du. Und dann rollst du hier an der Außenkante des Wadenbeins entlang, so langsam nach oben. Spürst eventuell den einen oder anderen empfindlichen Punkt.
Oh ja, oh ja. Und dann kommen wir hier an einen meiner Lieblingspunkte. Und der heißt, genau, Gallenblase 34, hier außen, ne? Für alles Mögliche im Muskel- und Sehnenbereich ist der gut. Und da bleiben wir mal so in diesem Areal hier außen. Also hier und hier hinten. Mal so ein bisschen testen, wo es überall besonders interessant ist. Und wieder lösen. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite, beziehungsweise gleiches Bein. Ne? Also ich bin immer noch am linken Bein, aber ich werde jetzt gleich hier innen ausrollen, beginnend hier unten um den Knöchel herum. Wichtig ist, dass du dein Knie 90 Grad gebeugt lässt, damit du überall gut rankommst, ohne dass du den Fuß zu sehr anspannst. Also 90 Grad Winkel hier im Knie. Irgendwo nett aufstützen und dann fängst du hier innen um den Knöchel herum an, wieder nach interessanten Stellen zu suchen. Man kann auch hier ein bisschen rollen, ne? Da sind auch zum Teil interessante Punkte. Und dann rollen wir hier gleich an der Schienbeininnenkante nach oben. Schwangere bitte nicht hier ausrollen, ja? Alle anderen sehr gerne da ausrollen, weil das ist meistens einer der empfindlichsten Punkte. So, achte wieder auf den 90-Grad-Winkel im Knie. Achte darauf, dass du deine Füße, deinen Fuß da entspannt lässt. Und wir rollen langsam an der Schienbein, Innenseite hier hoch. Also ich finde diesen Bereich hier ganz toll. Ne? Der tut bei den meisten gut weh. Und dann kommt meistens nochmal hier oben eine Stelle, die bei vielen besonders dann weh tut, wenn sie Knieprobleme haben oder wenn sie Rückenprobleme haben. Generell immer wieder sage ich's, mehr Druck von unten nach oben. Ja? Und auch wenn das manchmal bei mir so aussieht, als würde ich wild hin und her rollen, es ist ein mit Druck. So, dass, ne, dass es hier mit Druck geht und da ohne. Mit Druck, ohne. Fuß entspannt lassen. Fuß entspannt lassen, ich auch. Und einmal wieder lösen. So, dann haben wir schon mal das linke Bein ausgerollt. Rechtes Bein. Wir fangen wieder an hinten mit der Wade, ne? Von unten nach oben mit Druck. Erstmal einfach drauf losrollern und schauen, wo es interessant ist. So, kleiner Bauch da wieder rein.
Und immer da, wo es weh tut, ganz genüsslich drüber rollen. Soll ein Wohlweh sein. Wenn es dir ganz gruselig weh tut, ist dein Ball zu hart. Man kann das auch immer mit einem Tennisball machen. Wichtig ist, dass du dich hinterher gut fühlst. Und dann einmal wieder lösen, 90 Grad Winkel im Bein. Wir fangen wieder an, hier außen um den Knöchel rumzurollen, hier und dann nachher am Wadenbein hoch. Irgendwo hier auf dem Kanal ist ein Faszien-Stretching-Video nur für die Wade von vor ein Jahr, glaube ich. Und das ist irgendwie 30 Minuten lang. Also das ist super ausführlich. Ne? Also wer es noch ausführlicher haben möchte als das, was wir jetzt machen, der kann sich das anschauen. Richtig schön an dem Wadenbein außen lang und spüren, wo es interessant ist. Fuß entspannt lassen. Den Schmerz genießen. So, und jetzt sind wir wieder da oben bei Gallenblase 34 angekommen, kurz unterhalb vom Fibula-Köpfchen, vom Wadenbeinköpfchen hier. Und da sondieren wir mal wieder so ein bisschen die Gegend. Ach, wie schön. Und einmal wieder lösen. Und das Ganze auf der Innenseite. Also rechtes Bein immer noch. Hier anfangen, besonders hier diesen Punkt mitnehmen, der ist besonders schön. Manche haben hier auch empfindliche Punkte oder hier so knapp unterhalb vom Großzehengrundgelenk. Und nachher rollen wir dann wieder an der Schienbeininnenseite nach oben. Wie gesagt, der Punkt ist ganz wunderbar für alles Mögliche, aber nicht in der Schwangerschaft. So, 90 Grad Winkel im Knie. Dann bist du hier schön flexibel und kannst alles Mögliche gut erreichen und kannst den Fuß trotzdem entspannt lassen. Sehr schön, richtig schön hier langsam hochrollen und oh, dieser Punkt da, ne, das ist hier so bei Milzpankreas 6, der ist wunderschön, fühlt sich immer an wie so ein blauer Fleck, brennt ein bisschen. Du rollst langsam immer weiter hoch.
Richtung Knie, bis wir da wieder an dem Punkt sind hier. Und dann langsam wieder lösen. Sehr schön. Sollten sich die Beine richtig schön gut anfühlen, die Waden richtig schön platt gerollt. Okay, als nächstes brauchst du die Rolle. So. Und wir rollen diesmal die Oberschenkelvorderseite aus. Das ist besonders schön, um hier die Vorderseite insgesamt flexibler zu bekommen. Wir machen jetzt heute keine Vorher- und Nachher-Übungen, einfach glauben. Also, wir nehmen die Rolle unter das rechte Bein und das linke Bein so ein bisschen zur Seite weg. Genau. Und dann rollst du langsam so von Kniehöhe aus oder von etwas oberhalb vom Knie so langsam weiter nach oben rollen. Ja, Mira. Ich dich auch. Da rollst du in Richtung oben. Wenn das noch zu dolle wehtut, das habe ich auch schon oft in anderen Videos gesagt, dann mach es im Sitzen mit dem Ball, ne, wenn das so im Liegen noch zu intensiv ist. Es gibt auch ein ganzes Video nur Oberschenkel ausrollen. Eigentlich alles nichts Neues, was ich hier mache. Genau, könnt ihr noch gut sehen? Ja. Und dann fängst du ruhig nochmal an, so von knapp oberhalb vom Knie. Und da sind auch so die allerschönsten, wie ich finde, Punkte. Ja, da sind so hier auf der Höhe sind lokale Kniepunkte. Mira, komm hier, mach Platz. Ja, mach mal Platz. Genau. Und du rollst ja langsam nach oben. Und wenn wir schon gerade hier so rumliegen mit dem rechten Bein, können wir auch die Seite gleich ausrollen. Na, also im Moment sind wir ja hier auf dieser Linie hier. Vorne Oberschenkel und gleich drehen wir uns so rum, dass wir hier die Außenseite ausrollen. Eine Runde noch mal ganz kurz hier Oberschenkel Vorderseite. Schön atmen. Bei dem Lied muss ich mitsummen, ne? Back to Black. Einfach zu schön. So, und jetzt noch mal kurz ohne Druck nach vorne. Jetzt drehst du dich so auf die Seite, dass dein oberes Bein sich abstützt. Und das gleiche Bein wie eben wird jetzt nur auf der Außenkante ausgerollt. Aua, 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 ne? Das ist schön. Bitte nicht direkt auf den Hüftknochen, so mit ein bisschen weniger Druck wieder nach unten und dann wieder von hier aus, weil da sind so nette Stellen. Mmh.
Das Atmen nicht vergessen. Eine Runde noch mal davon. Unten aus, also von knapp oberhalb vom Knie. Ist das schön. Und wieder lösen. Sehr gut. Andere Seite. Ja, also das war jetzt 2 in 1, Oberschenkel ausrollen und Seite ausrollen. Jupp, auf die Seite. Also, das linke Knie oder knapp oberhalb vom Knie legen wir einmal hier drauf. Das andere Bein zur Seite weg. Der Fuß ist in der Luft und entspannt und wir rollen hier wieder langsam vom Knie aus nach oben. Mach schön Platz, Mira. Na komm, mach Platz. Wenn du oben angekommen bist, so ungefähr auf Hüfthöhe, dann kannst du wieder nach unten und da nochmal, ja, ich knutsche dich auch gern, Mira. Dann kannst du da wieder anfangen und wieder die Lattenpunkte suchen, ne, die da so interessant sind. Nee, Mira, lass mal meine Brille in Ruhe. Mach schön Platz. Genieß den Schmerz, wenn du ihn nicht genießen kannst, setz dich hin, mach es mit dem Ball. Okay. Einmal noch. Letzte Runde. Richtig schön langsam. Also wenn du genau mittig bist, ist es nicht ganz so intensiv, wie wenn du so ganz leicht nach außen gehst. Das ist meistens noch interessanter. Ein Traum. Und dann gehen wir auf die Außenseite. Und auch hier rollst du wieder langsam nach oben und bleibst gerne mal so ein bisschen an den Stellen, die so richtig schön intensiv sind. Man kann da auch einfach nur mal drauf liegen bleiben. Wenn du Kommentare oder Fragen hast, schreib es gerne unten in die Kommentare unter das Video. Wenn du dich nicht mehr abstützen kannst oder willst oder es zu dolle wehtut, mach es dir netter, setz dich hin, roll das mit dem Ball aus. Es gibt auch ein Video speziell fürs Ausrollen der Oberschenkelaußenseite. Lang und breit erklärt. Und dann langsam wieder lösen. Oh, wunderschön. Sehr schön. Ein bisschen ausschütteln.
Gut. Also, jetzt haben wir die Waden ausgerollt, die Füße, die Oberschenkelvorderseite, die Oberschenkelaußenseite. Wir machen noch die Hüfte direkt, würde ich sagen, und dann wird es ein bisschen netter. Dann legen wir uns nochmal auf die Rolle drauf. Also einmal noch ein bisschen abstützen müsst ihr und dann wird es netter. Also, du nimmst dir wieder deinen kleinen Ball, also am besten den Black Roll Ball. Wenn es zu schmerzhaft ist, ein Tennisball. Und dann setzt du dich hier mit der Po-Außenseite da drauf. Entspannst den Po. Und auch dazu gibt es ein ganz spezielles Popo-Ausroll-Video, wo das nochmal ganz genau alles erklärt wird. Also wichtig jetzt nur mal kurz in der Kürze noch, der Ball ist genau da. Na? Direkt da, Popo-Außenseite, wo da drunter, wo es da so schön wehtut. So. Und du lässt die Stirn entspannt und du lässt den Kiefer entspannt. Du lässt dein Bein gebeugt hier und entspannt am Boden und den Fuß locker. Und du versuchst auch hier deinen Kiefer entspannen zu lassen. Wenn du merkst, der ist angespannt, dann sei dir dessen einfach nur bewusst. Machen viele. Und dann in dem Moment, wo du das merkst, merkst du auch schon, dass du das wieder loslassen kannst, die Spannung. Und dann setzt du dich hier noch einmal so richtig schön hier mit dem Sitzbeinhöcker auf den Ball. Ne, Mäuschen? Also ich kann euch meine Playlist nur ans Herz legen. Kann man gleich noch viel schöner hier den Schmerz genießen und wieder lösen. Andere Seite. Mäuschen, ist alles gut. Also wieder hier so, ne? Da hin den Ball. Bein gebeugt, seitlich draufsetzen. Und den Schmerz genießen. Oh. Mira, mach mal Platz. Mach mal Platz, Süße. Legt sie sich gleich hin und will den Bauch gekrault kriegen. Da, seht ihr das? Aber so kann ich nicht rollen, Süße. Ja, so kann ich ja nicht rollen. Ich muss ja hier entspannt rollen. Das ist. Und dann noch einmal mit dem Sitzbeinhöcker hier draufsetzen. Ja. Und dann langsam wieder lösen.
So, dann brauchst du noch einmal deine große Rolle. Und du solltest deine Haare auf jeden Fall ein bisschen bändigen. Mache ich jetzt auch. Weil wenn die sonst damit in die Rolle kommen, quasi in die Mangel kommen, dann könnte das etwas ziepen. Also einmal Haare alle aus dem Weg. So. Und dann legst du dich mit dem oberen Rücken, ungefähr BH-Linie, legst du dich hier drauf. Seht ihr das gut? Ja. So. Die Hände hinter den Kopf. Erstmal so die richtige Stelle finden. So, wo ist die richtige Stelle? Die richtige Stelle ist da, wo, wenn du den Po hier am Boden hast und hier so ein bisschen hin und her schuckelst, es sich irgendwie interessant anfühlt. Manchmal macht es da auch Knack. Manchmal kommt auch der kleine Hund und will einen retten. Genau. So, jetzt seht ihr nichts, weil der Hund davor ist. Mira, komm mal hier hin. Komm mal da vorne hin. Ja, komm mal da vorne hin. Mach mal Platz, Mira. Platz. Richtig Platz. Das ist Sitz. Mach mal Platz. So. Also im Moment ist mein Po noch am Boden. Ja, und ich mache mir das hier recht nett. Jetzt nehme ich den Po hoch und roll da ein bisschen mehr aus. Irgendwie fühlt sich das gerade schief an. Ich muss meine Rolle noch mal ein bisschen. So. Ich glaube, jetzt ist besser. Und dann rollst du da nämlich noch mal aus. Also auch wenn ihr es jetzt nicht seht, weil der Hund davor ist. Ah, da geht sie. Ich bin auf meiner Rolle. Und jetzt gebe ich mal ein bisschen Gewicht auf das rechte Schulterblatt. Oh, und da ist dieses wunderschöne Lied in meiner Playlist. Dream a little dream. Dream a little dream of me. Einmal die andere Seite, das andere Schulterblatt. Dream a little dream of me. So schön. Da ist der Schmerz gleich viel angenehmer. Einmal wieder lösen. Sehr schön. Du legst dich noch einmal hier auf die Seite mit der Rolle unter der Achsel quasi, knapp unterhalb von der Achsel, da wo die ganzen schönen verspannten, verklebten Muskeln sind. Und entweder so abstützen und einfach nur liegen. Und vielleicht so ein bisschen nach hinten und nach vorne. Oder hier nochmal so ein bisschen mehr rollen. Say nighty night and kiss me. Ach nee, das ist was anderes. Ich darf nicht so viel mitsingen. Nicht, wenn ihr zuguckt hier. So, pass auf. Wo wir gerade schon auf der Seite sind, machen wir gleich noch den Arm mit. Also, Oberarm auf die Rolle. Seht ihr das? Mira, geh mal kurz zur Seite. Geh, so, Oberarm auf die Rolle. Ablegen
Und meistens tut das ganz ordentlich weh. Mira, mach wenigstens Platz. Mach mal Platz. So, dann, so geht es doch. Oh. Dann drehst du den Arm auch noch mal ein bisschen. Na, dass du immer noch mal an andere Stellen kommst. Mira will mich retten vor meinen Schmerzen. So schlimm ist es gar nicht, Mira. Es ist gar nicht so schlimm. Ja, und wieder lösen. Andere Seite. Ja, andere Seite. Dieser Hund. Komm mal ein bisschen weiter darüber. So, mach mal Platz. Nee, ja, so, mach mal Platz. So ist fein. Also, wieder abstützen. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt hier gut. Achselhöhle, beziehungsweise knapp drunter. Und da rollen. Vielleicht ein bisschen nach hinten und wieder nach vorne. Wenn dir das vollkommen reicht, dann mach so weiter. Sonst kannst du noch den Arm ablegen, mit der Hand den Kopf festhalten. Und vielleicht noch mal ein bisschen mehr rollen. Und wenn wir uns da so ein bisschen nach hinten rollen, dann kommen wir da an sehr interessante Stellen. Sehr gut. Und dann auch hier noch einmal den Arm, den Oberarm auf die Rolle legen, Kopf ablegen. Ich mache das mal eben auf die andere Seite. Ich glaube, dann kann man das besser hören. So. Gleich habt ihr es geschafft. Arm ausrollen ist immer noch mal besonders schön. Ja, da sind besonders viele Verklebungen, besonders bei den Leuten, die häufiger mal Nackenbeschwerden haben oder Schulterbeschwerden. Genau, gerne den Arm noch mal ein bisschen anders drehen. Und dann wieder lösen. Und dann legen wir uns noch einmal mit dem Kopf. Achso, ich brauche noch mal eben mein Handy, damit ich gleich noch mal die Musik anders machen kann. So, einmal mit dem Kopf hier drauf. Und Mira, du kommst mal hier rüber. Komm mal hier rüber. Ja, komm mal hier rüber. So, also. Die Rolle ist unter dem Nacken. Und wir bewegen hier so leicht. Ganz leicht den Kopf von einer Seite zur anderen. Mira, mir geht's gut, danke. Das sind ganz wunderbare Entspannungspunkte da am Kopf. Du kannst die Bewegung noch ein bisschen größer werden lassen. Wenn es dir angenehm ist, wenn es dir sehr unangenehm ist, mach sie wieder kleiner.
Kiefer ist ganz entspannt. Sehr schön. Dann kannst du noch einmal kurz die Beine ausstrecken. Die Rolle zur Seite legen, die Musi ist jetzt vorbei. Und du kannst dich noch einmal richtig schön lang ausstrecken, Beine lang, die Arme noch mal lang nach hinten und dich noch mal richtig schön rausregeln. Richtig schön lang. Finger ein bisschen bewegen, Füße ein bisschen bewegen und was immer gut ist, ist noch mal so ein bisschen ausschütteln und plötzlich wieder liegen bleiben. Sehr gut. Dann haben wir es geschafft für heute. Warte, Mira, lass mich mal aufstellen. Aufstehen oder hinsetzen zumindest. So, das können wir hier alles ausmachen. So, gut. Dann danke ich dir fürs Mitmachen bis zum Schluss und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich habe mich wirklich bemüht, nicht ganz so viel zu erzählen, damit du dieses Video vielleicht öfter mal machen kannst. Ja, weil ich erfinde das Rad ja nicht neu, immer wieder. Und im Grunde, du kannst ja dazu dann entweder keine Musik anmachen und so, sogar meinen Gelaber nachher irgendwann mal ausstellen, wenn dir das zu viel ist, dass du halt nur zumindest die Bilder hast du als Anleitung, damit du immer mal wieder reinkommst und jemanden hast, der dir das vorturnt. Und du kannst natürlich dir deine eigene Musik dazu anmachen oder die, die ich dir halt da verlinkt habe als Spotify-Playlist. Wie du möchtest. Und ja, es macht schon Sinn, so eine richtig ausführliche Faszien-Stretching-Stunde einmal in der Woche zu machen. Definitiv. Und dann zwischendurch täglich die Füße vielleicht auszurollen oder eben den Körperteil, der jetzt für dich speziell wichtig ist. Wenn du Patient von mir bist, habe ich dir ja gesagt, was du tun sollst, was für dich gut ist und was für dich nicht gut ist. Es ist halt nicht für jeden alles so geeignet. Deswegen, das hier ist ja jetzt, ist ja nur online. Ich sehe ja nicht, was ihr tut und wie es euch dabei geht. Du allein weißt, wie es dir hinterher geht, wie es dir morgen geht, ob dir das Ausrollen, so wie wir es jetzt heute gemacht haben, gut getan hat oder nicht. Und wenn es dir gut getan hat, mach es in 2-3 Tagen oder spätestens nach einer Woche nochmal. So einfach ist das. Und wenn es dir nicht gut getan hat, dann mach es nicht. Dann mach irgendwas anderes, was dir gut tut. Ganz einfach. Gut. So, wir haben jetzt Feierabend. Es ist hier bei mir gerade 7:20. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen restlichen Tag oder Abend. Wie auch immer, wo auch immer ihr so seid, ne? So, und wir gehen jetzt in den Feierabend. Bis dann, tschüss, tschüss.